Hallo? Ist offen. So Leute, wir bringen jetzt unser Auto zurück und holen uns ein neues, weil wir haben nämlich jetzt einen neuen Mietwagen, weil wir jetzt hier Nein, wir fliegen, in zwei Stunden kommt unser Flug. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen länger hier auf der Insel. Wir suchen uns jetzt ein neues Auto aus, Leute. Unser Flug kommt in zwei Stunden, Sebastian. Du musst abschließen. Dauerhaft bleiben wir jetzt nämlich hier. Nein, werden wir nicht. Du musst auf die. Nein. Und wir schauen uns erstmal, was für ein Auto wir uns aussuchen, denke ich mal. Wir haben kein neues Auto. Auf einen, so, weiß ich, irgendwas SUV. Sebastian, wir fliegen gleich. Mann, hör auf zu reden. Halt's Maul! Du musst auch mal abschließen. Ich schließe hier nicht ab. Doch, das wir Auto. Wir bleiben hier. Nein. Das war die schönste Zeit meines Lebens hier. Vermisst du Simon? Sebastian. Such uns jetzt ein neues Auto aus. Sebastian, nein. Morgen. Was soll das jetzt? Was soll was? Du musst jetzt hier nicht. Lass das jetzt. Nein, wir jetzt bleiben dann noch hier. Nimm deinen Koffer jetzt. Nein, wir bleiben Sebastian, hier. Sebastian, komm jetzt mit. Nein. Ich mache jetzt keinen Kindergarten hier. Bleib jetzt noch hier, haben wir gesagt. Gleich. Sebastian, ich sag's jetzt ein letztes Mal. Ja, dann hol mich doch, wenn du meinst, dass ich... Ich hol dich jetzt. Ja! Komm. Sebastian, komm. Komm jetzt, der Aufzug. Hey. Wir können doch noch was hier bleiben. Sebastian, wir bleiben. Komm jetzt, der Aufzug. Komm jetzt. Was willst du machen, wenn ich den Flug verpasse? Ohne dich fliegen? Komm jetzt rein. Das muss jetzt Sebastian, ein letztes Mal jetzt. Ich bin jetzt hier kein Kindergarten. Wohin? Eins. Leute, du brauchst auch nicht bockig sein. Nee, du brauchst auch nicht jetzt bockig sein. Ja, was jetzt? Bist du sauer? Ja, bist du sauer, ne? Jetzt nimm deinen Koffer, wir fliegen jetzt gleich. Sebastian, komm jetzt mit jetzt. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Hier wohnen, ich komm, muss wandern! Komm! Sebastian! Nein! Doch, mein Lehrer ja. Auswandern! Nicht auswandern! Komm jetzt, gib den Schlüssel ab. Nein! Geh hin! Wir können doch einfach das verlängern. Du kannst nichts verlängern, wir fliegen gleich. Das Auto war super und es hat alles gut geklappt. Ja, war auch schön. Guck mal, wenn wir die Schlüssel da reingebrochen haben, ist alles vorbei. Ja, nichts ist vorbei. Ich will Schlüssel nicht in die Box. Doch. Sebastian, gib mir den Schlüssel. Mhm. Gib mir den Schlüssel. Nein, der kommt doch nicht in die Box. Gib mir. Nein, wir werden das Flugzeug verpassen. Sebastian, ich will jetzt hier keine Aufmerksamkeit erregen. Komm jetzt. Ich lasse dich auch hier stehen. Leg ihn rein. Halt ihn wenigstens drüber. Halt ihn drüber. Okay. Kraft in den Fingern loslassen, wenn du 20.000 Likes aufs Video willst. Nur wenn du 20.000, also nur die Finger loslassen. Sebastian, freust du dich wieder hier zu sein? Sei jetzt nicht so bockig. Sebastian, guck mich an. Guck in die Kamera. Dann erzähl doch jetzt mal, wie ist dein Plan? Also, wie ihr vielleicht sehen könnt, sind wir zurück in Deutschland. Kurzes Update. Ich höre nur noch auf einem Ohr und für anderen Ohr so 50%. Und wenn ich Pech habe, habe ich einen dauerhaften Hörsturzverlust. Naja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Tauchen. Ja, wir sind wieder zurück in Deutschland. Allerdings sieht es... Au, ich habe auch Nackenschmerzen, habe ich ganz vergessen. Ich habe auch große Nackenschmerzen. Ich kann meinen Kopf nicht mehr bewegen. Das könnte heute Abend im Stream extrem lustig werden. 18 Uhr wird gestreamt. By the way, haben wir heute Abend ein ziemlich cooles Format geplant. Und zwar wollen wir euch verkuppeln. Also wir wollen, dass ihr euch datet. Untereinander in der Community. Alles ab 18 und nur mit Facecam erlaubt. Infos gibt später in meiner Insta-Story. Anyways, wir sind jetzt wieder back in Deutschland. Und eigentlich ist alles soweit wieder ganz schön hier. Das Wetter ist scheiße, alle Menschen sind unfreundlich. Und man ist einfach nicht zufrieden hier. Na klar, oder? Deshalb haben wir uns jetzt Folgendes überlegt. Also das Ding ist, Auswandern so an sich ist ja echt eine interessante Geschichte und es macht wirklich Sinn, wenn man tatsächlich sich vor Ort quasi wohlfühlt. Das tun wir auch auf Madeira tatsächlich, nur ist es irgendwie so, dass wir halt denken, ja, so ganz so geil und so überlangfristig geil ist das jetzt nicht. Deshalb haben wir folgenden Plan gefasst. Ich habe jetzt noch zwei große Events, die anstehen, kann ich leider nicht viel drüber reden, sind aber mit befreundeten Streamern, werdet ihr dann wahrscheinlich die nächsten Tage noch erfahren. Wenn diese zwei großen Events quasi rum sind, haben wir uns folgenden Plan gemacht. Wir möchten eigentlich wieder zurück nach Madeira und zwar möglichst bald, so ungefähr 3 bis 4 Wochen, werden auch vielleicht mit anderen Content-Creatern zusammen da in ein Haus ziehen für 2 bis 3 Monate, so um den Dreh. Ihr wisst ja, dass es gerade überstressig ist bei uns, irgendwie hier ein Haus in Köln oder Umgebung zu finden und wir hoffen einfach, dass wir damit ein bisschen mehr Zeit kaufen können. Ich habe bis September tatsächlich noch einen Mietvertrag in meiner jetzigen Wohnung, den ich dann auch irgendwann aufgelöst habe, weil es da ein paar Komplikationen mit meinem Vermieter gibt. Lass uns einfach nicht drüber reden. Was ist dein Plan? Willst du hochkommen? Willst du mich voller Haare machen, ja? Ja, dann musst du es auch trauen. Dann musst du dich auch trauen. Ja, dann versuch's doch. Ja, versuch's doch. Ja, versuch's doch. Sieht man ihn immer so ganz kurz. Arcani kommt natürlich dann mit nach Madeira und wahrscheinlich widmen wir uns dann auch ein bisschen mehr diesem Projekt von Simon gemeinsam. Ich finde die Idee dahinter an sich, wie gesagt, echt nice. Wie gesagt, es war ja auch zum Teil meine Idee und vor allem hat Unge ein Trampolin.
Ich hoffe, dass ich bis dahin auch wieder hören kann und so weiter und so fort. Also unser Plan sieht quasi wie folgt aus. Mir hat das ganze Streaming und das ganze Content Creation Ding auf Madeira und das ganze Vloggen und so weiter und so fort so viel Spaß gemacht, dass ich auf jeden Fall da nochmal hin möchte. Klar könnten wir das Ganze gerade auch in Deutschland machen, nur haben wir halt hier sehr viel weniger Möglichkeiten. Wir können nicht so nice in die Natur. Es gibt hier ganz andere Corona-Auflagen, eine viel, viel höhere Fallinzidenz und so weiter und so fort, sodass wir da einfach ein bisschen freier sind. Wenn wir da in einer isolierten, komplett getesteten Gruppe in einem Haus sind, können wir deutlich mehr geilen Content machen. An der Stelle würde ich einfach erstmal ein big Dankeschön an euch alle raushauen, dass ihr den Content und alles, was wir da gemacht haben, Streams, Videos, so krass supportet und abgefeiert habt. No joke, das hätte keiner von uns gedacht. Der Kanal ist gefühlt komplett explodiert. Die Views sind einfach jenseits von Gut und Böse. Es ist einfach insane und nicht nur die Views sind krass, sondern auch vor allen Dingen euer Feedback. Und wir haben einfach nur das gemacht, worauf wir Bock haben, nämlich irgendwie Vlogs und zusammen irgendwie als Gruppe Spaß zu haben. Und irgendwie, keine Ahnung, also Gaming ist immer noch eine Sache, die ich gerne mache, nur sind es gerade eher dann doch so Vlogs und IRL-Geschichten tatsächlich, die da momentan irgendwie mir mehr Spaß machen. Und das hat man auch, glaube ich, gemerkt. Wir sind auf jeden Fall auch dran bei dieser High-Seek-Staffel. Vielleicht drehen wir jetzt in den 3 Wochen oder 4 Wochen, wo wir hier in Deutschland sind, schon die ersten Formatfolgen. Haben noch mal ein paar Cringe-Dates, die kommen. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe vom Cringe-Date. Wahrscheinlich sogar schon am Montag oder Dienstag. Bleibt auf jeden Fall gespannt, wer die Kandidatin ist. Es wird auf jeden Fall wild. Und ja, wir konnten super viel geilen Content ausprobieren in Madeira. Es war echt crazy, dass ihr das so unterstützt habt. Und das ist quasi unser Plan. In einem Monat geht es für 2 bis 3 Monate nochmal rüber. Und danach schauen wir mal, was die Zeit bringt. Ich freue mich auf jeden Fall übertrieben drauf. Und ich weiß, dass ihr auch richtig Bock drauf habt. Und ja, für weitere Infos könnt ihr heute Abend gerne um 18 Uhr den Stream einschalten. Wir sehen uns und Dankeschön für euren Support. Küsst ihr das Nüsschen, haut rein, bis dann, ciao. Mach's jetzt aus, oder?